Hallo, mein Name ist Sebi Heindl und in diesem Video möchte ich dir 5 ungewöhnliche Meditationstechniken vorstellen, mit der du deine Wut kontrollieren kannst und auch in stressigen Situationen gelassen bleiben kannst. Also unbedingt bis zum Ende dranbleiben, denn dieses Thema ist sehr wichtig, denn die meisten Menschen haben sehr viel Wut in sich, aber diese Wut, die ist unterdrückt. Und einer der Gründe dafür ist, dass Wut etwas ist, was in unserer Gesellschaft quasi nicht wirklich zugelassen werden darf. Ja, wir lernen schon als kleines Kind, wenn wir wütend sind und auf den Tisch schauen, dann sagen die Eltern, na lass das sein, ruhig, hör auf damit. Ja, und auch zum Beispiel, wenn wir dann unseren ersten Job haben oder in der Schule, wenn wir wütend auf die Lehrer sind, dann können wir nicht einfach aufstehen, den Lehrer packen und den an die Wand drücken. Nein, wir müssen ruhig und entspannt bleiben. Auch wenn diese Wut da ist, dann müssen wir diese Wut quasi erstmal runterschlucken. Und das führt dazu, dass sich mit der Zeit immer mehr Wut in uns anstaut, dass sich im Unterbewussten, ja, immer mehr verdrängt die Wut. Und dann kann es sein, dass oft Kleinigkeiten dazu führen, dass diese Wut eben sehr stark hochkommt. Und ganz viele meiner Kunden, die beklagen sich immer darüber, dass sie sehr schnell wütend werden und dass sie sehr, sehr leicht gestresst sind, auch wegen dieser Wut. Weil oft sind es dann irgendwelche Kleinigkeiten, ja, irgendein Kunde, der irgendwas nicht, eine E-Mail nicht beantwortet, die man eigentlich jetzt braucht oder. Also irgendwelche Kleinigkeiten, die einen dann extrem wütend machen. Und in diesem Video möchte ich dir eben 5 Meditationstechniken mitgeben, mit der du in Zukunft entspannt bleiben kannst, beziehungsweise mit der du deine Wut kontrollieren kannst und die auf eine angemessene Art und Weise rauslassen kannst. By the way, es gibt zu diesem Thema auch noch einige richtig gute Blogartikel auf meinem Blog. Verlinke ich einfach mal unten in der Infobox. Da gibt es noch andere Links. Da kommst du auch noch zu einem Coaching, einem Mentoring mit mir und so weiter. Einfach mal unten in der Infobox checken. So, jetzt lass uns doch einfach mal anfangen. Und zwar, der erste Weg, die erste Meditationstechnik ist immer dann, wenn du Wut spürst, also quasi diese kleine Wut, wenn sie gerade da ist, dann solltest du diese Wut rauslassen. Typisches Beispiel, wir sitzen gerade am Laptop und irgendwas funktioniert nicht. Bei mir ist es immer, wenn ich irgendwelche technischen Dinge machen muss, ja, und Technik ist nicht mein Ding. Und dann spiele ich zum Beispiel an meiner Webseite rum und irgendetwas funktioniert nicht und ich bin richtig, richtig wütend. Und vor ein paar Jahren noch, habe ich mir immer gedacht, ja, so Meditation, einfach hinsetzen, ruhig sein, entspannen, aber das ist Quatsch. Man sollte, wenn man Wut spürt, gerade so kleine aufkommende Wut, die sofort rauslassen. Was ich mittlerweile immer mache, ist, dass gerade wenn ich am Computer sitze, dass ich einfach mal auf den Tisch schaue und so, bah, ja, diese Wut rauslasse. Und meistens merke ich danach, dass es mir schon besser geht, einfach weil ich kurz diese Wut rauslasse. Das kannst du in ganz vielen anderen Situationen machen. Überleg dir einfach mal, wie kannst du, wenn Wut aufkommt in der Situation, in der du gerade bist, diese Wut auf eine angemessene Art und Weise rauslassen. Und bei mir war es dann auch immer so, ich hatte lange Zeit, jetzt nicht mehr, jetzt arbeite ich remote, aber lange Zeit war ich dann auch in einem Shared Office, in einem Büro mit Leuten. Und am Anfang waren die so ganz geschockt, wenn ich so auf den Tisch gehört habe und so, wow! Ja, und das, wow, Sebi, was machst du? Dann irgendwann habe ich denen das erklärt und dann irgendwann war das für die ganz normal. Dann haben sie nur noch kurz, wenn ich geschrien habe, kurz zu mir rumgeguckt, mich angegrinst und weitergemacht. Ja? Also das ist voll und ganz in Ordnung, wenn du da mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitest im Space, dann erklär denen einfach, was Sache ist. Alles easy, alles entspannt. Ja? Also, oder einfach mal ein Blatt Papier zerreißen oder irgendwas zerknüllen oder laut schreien, wenn du gerade draußen unterwegs bist. Also irgendeine Art und Weise finden, wie du diese Wut rauslassen kannst. Okay, die zweite Technik ist, dass du einfach mal in dich gehst und, also nachdem du diese erste Wut rausgelassen hast, dass du in dich gehst und rausfindest, wo diese Wut einfach herkommt. Denn ganz oft denken wir, andere Menschen sind schuld für unsere Wut. Ja? Derjenige, der dies und das zu mir gesagt hat, der das nicht gemacht hat, was er hätte machen sollen, der ist dafür verantwortlich, dass ich jetzt wütend bin. Aber wenn man mal ganz genau überlegt, dann ist das eigentlich Bullshit. Weil der Einzige, der für seine Wut verantwortlich ist, bist du selbst. Die Wut ist in dir. Die anderen Menschen sind nur Auslöser. Ja? Und ganz, oder es ist ja auch so, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Jeder hat seine eigenen Normen und Wertvorstellungen. Und es kann zum Beispiel sein, dass
dein Gegenüber etwas macht und sich gar nicht bewusst ist, dass er etwas falsch macht, aber das in dir eben Wut auslöst. Deswegen geh doch mal in dir und stell erst mal fest, dass die Wut von dir kommt und vielleicht kannst du auch sogar rausfinden, wo genau die Wut herkommt. Und wenn du rausfindest, wo genau die Wut herkommt, wenn du dich immer wieder selbst beobachtest, dann wirst du mit der Zeit einen Weg finden, um diese Wut aufzulösen, die in dir ist. Ja? Und das ist der Weg. Also einfach mal in dich gehen und gucken, wo diese Wut herkommt. Kommen wir zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist einfach tief durchatmen. Tief durchatmen, jetzt wirst du denken, was ist denn das für eine Meditationstechnik? Aber das Atmen ist eine der Kerntechniken der Meditation überhaupt. Normalerweise versucht man beim Atem, also wenn man den Atem nutzt für die Meditation, den Atem einfach nur zu beobachten. In diesem Fall möchte ich dir aber mitgeben, dass du den Atem anders nutzt, mehr im Stil von Yoga. Ja? Yoga nutzt den Atem mehr in einer bewussten Art und Weise. Also in Yoga atmet man ganz tief in den Bauch ein und ganz tief wieder aus. Und einer der Gründe dafür ist, dass unser Atem mit unseren Gefühlen connected ist. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel mal gestresst bist, dann wirst du feststellen, dass du sehr schnell und sehr flach atmest. Und wenn du entspannt bist, dann wirst du feststellen, dass du sehr ruhig und sehr tief in den Bauch hineinatmest. Und das kannst du dir auch andersrum zunutze machen, indem du nämlich einfach nur ein paar ganz bewusste, tiefe Atemzüge nimmst, in denen du in deinen Bauch tief hineinatmest, dann wirst du dich dadurch automatisch entspannen und du wirst die Situation für dich entschärfen und kannst vielleicht die Situation, in der du eigentlich wütend wirst, mit mehr Klarheit und mit mehr Ruhe betrachten. Also einfach mal tief durchatmen, ein paar Mal, 5, 6 Mal und du wirst merken, dass du dich wesentlich entspannter fühlst und der Stress quasi verfliegt. Die nächste Meditationstechnik ist eine Kombination aus Meditationstechnik und es ist auch etwas, was ich aus dem NLP übernommen habe. Es ist nämlich ein Pattern Break. Pattern Break bedeutet, also kommt ursprünglich aus dem NLP bzw. aus der Hypnose. Und Pattern Break bedeutet einfach, dass man sein Muster, das man jetzt gerade hat, das man jetzt gerade durchlebt, einfach durchbricht. Weil Wut ist einfach nur ein Muster, das jetzt gerade bei dir aktuell in dir vorgeht. Und um einen Pattern Break zu nutzen, solltest du einfach etwas komplett anderes machen. Zum Beispiel, fang einfach an zu tanzen. Oder lauf einfach, lauf so schnell du kannst. Oder spring. Oder dreh dich im Kreis. Oder schrei, das ist auch eine Art von Pattern Break. Also mach irgendetwas oder du kannst auch über die Situation laut lachen. Also mach irgendetwas, um dich aus dem Moment, aus dieser Wut herauszureißen. Dann wirst du vielleicht auch feststellen, wenn du ein paar Minuten etwas komplett anderes machst, dass die Wut auf einmal verflogen ist und dass sie gar nicht mehr wirklich da ist. Unbedingt mal ausprobieren. Und der letzte Tipp, den ich dir jetzt mitgeben möchte, ist, die Wut einfach abzuschütteln. Jetzt denkst du dir, wie die Wut abschütteln. Und das ist etwas, was aus dem Tierreich kommt, das jetzt nicht unbedingt mit Wut zusammenhängt. Aber bei Tieren ist es so, wenn sie einer gefährlichen Situation entflohen sind, ja, wenn sie zum Beispiel einfach so übers Feld laufen, wenn so ein Hase, der läuft einfach übers Feld und auf einmal kommt so ein, ich weiß nicht, welche Tiere die Hasen fressen, aber auf einmal kommt so ein riesengroßer Vogel an, der den Hasen fressen will und der Hase, der entkommt aber nur ganz, 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 ganz knapp diesem riesengroßen Tier. Ja? Was der Hase dann macht, ist, dass er sich natürlich erstmal irgendwo in Sicherheit bringt. Und wenn er dann aber in Sicherheit ist, dann schüttelt er sich erstmal, dann schüttelt er quasi diese Angst in diesem Fall von sich ab. Und dieses Schütteln, das ist auch eine Meditationstechnik für sich, da will ich aber jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, um Traumata aufzulösen. Da werde ich vielleicht irgendwann noch mal ein extra Video drüber machen. Aber auch wenn du wütend bist, dann, und diese Schritte, die ich dir eben gegeben habe, durchlaufen hast, oder einen oder zwei davon zumindest, und merkst, es wird weniger, dann kannst du dich einfach noch so kurz schütteln, deinen ganzen Körper schütteln und diese Emotionen von dir abschütteln. Und spätestens dann wirst du merken, dass du wesentlich entspannter bist, dass die Wut weg ist, dass vielleicht immer noch eine Wut da ist, aber dass du dich nicht mehr so sehr damit identifizierst, sondern dass du die Wut mehr von oben betrachten kannst. So, das waren meine 5 Schritte.
wenn einer dabei war, dann freue ich mich, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Lass mir auch einen Kommentar da unter diesem Video. Du kannst dir auch gerne ein Thema wünschen. Vielleicht hast du ein konkretes Problem. Ich helfe dir gerne weiter mit einem Video. Ansonsten schau auch mal unten in die Infobox. Da gibt es Blogartikel, die ich dir verlinken werde zu diesem Thema. Und da kommst du auch unter anderem zu einem persönlichen 1:1 Coaching mit mir, wo ich dir dabei helfe, mehr Entspannung in dein Leben zu bringen und auch deinen inneren Fokus zu schärfen, damit du mehr Klarheit für deine täglichen Aufgaben hast, für deine privaten und beruflichen Entscheidungen und einfach dein höchstes Potenzial zu entfalten. Wenn du daran Interesse hast, auch einfach mal unten in der Infobox oder hier irgendwo verlinkt klicken. Ich freue mich, dass du hier warst. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, mein Name ist Sebi Heindl. Wenn du dich fragst, wo ich hier gerade bin, das ist Indien, in Hampi in Indien. Ja, das war's. Ciao.